Herzlich willkommen hier im Club 8, eurem virtuellen Livestream Music Club auf YouTube und Facebook. Mein Name ist Ina Morgen und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu dieser unserer dritten Sendung bei gefühlten 45 Grad Studiotemperatur. Für alle, die sich
heute das erste Mal zugeschaltet haben. Wir begrüßen hier jede Woche eine neue Band, die eigene Songs schreibt. Und heute ist bei uns zu Gast aus dem wunderschönen Rottgau die Band Birdsview. Hello. Hey, hallo. Ich begrüße ganz, ganz herzlich alle Leute an den Bildschirmen. Ich begrüße hier unsere wunderbare Studio-Crew, meine Jungs an den Kameras, an den Mischpulten. Hallo, ich freue mich. Und ich begrüße natürlich unseren heutigen Gast auf der Gäste-Couch. Und zwar ist das der Nick Huber. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Sendung. Und jetzt geht's weiter auf der Live-Bühne mit Birdsview. Vollgas, viel Spaß. Cut my soul in two parts, listen. Now it's time for you to give it. Selling please for pleasing nothing. Try to run away together. Falling down, falling down. What's up? Ganz schön ruhig hier drin, also so in den Pausen. Wir sind Birdsview, wir freuen uns hier riesig, dass wir heute Abend hier sein können. Es ist verdammt heiß, also fühlt euch animiert, genauso zu schwitzen wie wir. Ich habe keine Ahnung, wo ihr das ganze Ding hier guckt. Steht auf, bewegt euch, schwitzt wie ich. Alright? Nächster Song heißt Yalo Zeppa.
burning out the ones I try. Can't you see what they are doing? They're pushing me up high. I was thinking, won't you not reply? Oh, there's still times and fails. I think you won't catch my tonight. Oh, there's still time to come. Ob ihr noch sitzt oder ob ihr schlaft oder ob ihr trinkt oder ob ihr nebenbei noch Fernsehen guckt, aber das ist normalerweise der Part, wo die Leute anfangen, sich zu bewegen. Rabbit hole, shining in the rain.
12 people rabbit hole. Shiny anger keep on low. Cause I show different. Yeah, unfassbar geil. Die Antwort auf die Frage, warum es unbedingt Gitarrenbands geben muss. Birds Few geben dort Vollgas, wo echte Bands schon immer ihre Hymnen in den Asphalt brennen, nämlich live. Mit Mut in den Kurven und Gitarrensounds in Sechszylinder-Stylishness gehen sie zusammen nach vorne wie ein praller 40-Tonner eine Stunde vor dem Sonntagsfahrverbot. Willkommen im Desert Sound Drive-Thru und willkommen hier bei mir im Interview der Nico Huber. Hallo! Wow, fett. Dankeschön. Jetzt bin ich erstmal in den Sessel gedrückt. Unfassbar. Ihr habt eine ganz tolle Energie. Dankeschön. Wow, richtig cool. Nico, du bist Sänger und Gitarrist der Band. Sei doch mal so gut und stell mal deine Kollegen vor. Hier links von mir aus haben wir Max Westenburger. An den Drums, The Animal. Jan Isa. Yeah. Und rechts an der Gitarre Alex Köper. Yeah. Ja, das ist die Crew. Geile Band. Und ihr seid noch so jung, ich denke mal, da werden wir noch einiges hören. Wenn dieser Corona-Scheiß vorbei ist, dann gebt ihr richtig Gas auf ganz großen Festivals, das weiß ich. Unfassbar. Und ich denke auch international. Das wollen wir auf jeden Fall versuchen. Was heißt versuchen? Wie lange gibt es eure Band jetzt schon? Also wir haben uns gegründet Ende 2016, soweit ich mich erinnere. Aber es gab immer so ein paar Ups und Downs. Also einmal haben wir mega viel gemacht und geprobt und gespielt und dann gab es wieder Phasen, wo wir ruhiger waren und dann haben wir im Oktober vom letzten Jahr haben wir eine neue Platte aufgenommen und kurz davor gab es einen Besetzungswechsel, weil alles sich so angedeutet hat, dass es ein Ticken mehr wird und da wir wirklich die Priorität darauf setzen wollen, haben wir dann zwei Bandmitglieder gewechselt und ja, jetzt haben wir Jan und Max dabei, was auf jeden Fall eine wahnsinnige Bereicherung ist. Ich würde mal sagen, gute Entscheidung. Ja, wo kommt denn euer Bandname her? Das ist eine witzige Geschichte. Und zwar, Alex und ich haben uns vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren, haben wir uns so eine der ersten wirklich großen Drohnen gekauft. Und wir waren in Frankfurt und lass uns das Ding einfach mal starten, ohne dass wir wirklich einen Plan davon haben, wie das geht. Und wir sind volle Wucht in eine Fensterfront reingeflogen mit dem Ding. Das ganze Ding ist kaputt gegangen und das Einzige, was man am Ende noch in den Glasscherben gesehen hat, war so ein schwarzer Vogel. Also diese typischen, ich verschöne mein Gebäude, Aufkleber, diese typischen schwarzen Vögel halt. Und das war das einzige Ding, was noch einigermaßen ganz war. Sonst alles weg. Story. Ja. Und ihr habt beim Deutschen Rock- und Pop-Preis auch mitgemacht? Ja, mitgemacht, ja. Und auch gewonnen? Ja. Ja, großartig, Gratulation. Ja. Euer neues Video, das heißt Swimming Practice. Genau, ja. Das haben wir auch in der Vorschau schon gesehen. Ja. Worum geht's da? Was war die Idee zu dem Song? Wir haben sehr gute Freunde, ein Videoteam, das heißt Click und Clever. Und mit denen wollten wir immer zusammenarbeiten. Ein Kamerateam, Alice heißt der Kerl, mit dem haben wir auch noch ins Boot geholt. Mega geile Typen. Und die haben sich gerade ein neues Haus gemietet, wo sie mit der Firma eingezogen sind und wo sie auch gleichzeitig drin wohnen. Und dieses Haus hat einen Pool. Und irgendwann kam Max, wenn ich richtig bin, ja, er kam auf die Idee, ey, das sieht so ein bisschen aus wie ein Irrenhaus, lass uns doch mal in die Richtung gehen. Und dann haben wir irgendwann nochmal das Basket Case Video von Green Day geguckt. So, hey, lass uns doch mal so in Anführungszeichen weiterführen, so Ausbrüche, Versuche, Action. Ja, und das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Also finde ich. Also Irrenhaus-Video. Genau, ja. Das ist ja lustig. Da kommen wir gleich zu euren musikalischen Einflüssen. Wo würdest du die denn ansiedeln? Du sagtest jetzt Green Day. Das ist auf jeden Fall so ein Basis, was wir alle hören oder was man gehört haben muss, bin ich der Meinung, um so ein bisschen halt einfach die Musikszene zu verstehen. Und
Wenn man es nicht hört, Soundgarden waren große Einflüsse. Also Chris Cornell für mich stimmlich einfach eine Riesen-Ikone gewesen. Queens of the Stone Age. Wenn man die Gitarrensounds hört, glaube ich, Alex ist da big influenced von. Und ja, also Queens of the Stone Age, Soundgarden, Foo Fighters, glaube ich, hört man auch ganz gut raus. Die habe ich jetzt gehört. Ja. Ja, also genau, das sind so die drei, die uns wirklich sehr beeinflusst haben. Auch. Ja, ja. Teil, ja. Großartig. Und ja, also ihr veröffentlicht jetzt oder habt euer neues Video veröffentlicht und ja. Gibt es jetzt Pläne? Spielt ihr irgendwo Konzerte, Livestreams, außer heute? Auf jeden Fall, heute macht mega Spaß auf jeden Fall. Und wir haben ein paar Sachen jetzt noch anstehen, und zwar nächste Woche Freitag. Diese Woche. Am 14. spielen wir beim Music Forge Festival in Gambach. Mit denen haben wir damals auch zusammen auf dem hessischen Rock- und Poppreis gespielt. Super geile Typen, und die haben uns eingeladen, hey, mach doch mal da auf. Und das ist halt so das erste wirkliche Ding, das wir seit Februar wieder spielen, und wir freuen uns mega drauf. Und dann stehen noch ein paar andere Sachen an. Am 29. spielen wir eine Show in, gute Frage, hey, Mainz. Und da kommen auf jeden Fall noch ein paar Sachen, also es wird auf jeden Fall nicht leiser um uns. Sehr gut. Kannst du uns mal euren Kontakt, eure Homepage vielleicht geben, wo die Leute sich in der Informationen zur Band holen können? Gibt es ein Facebook oder ein Instagram-Account, wo sie euch folgen können? Werbung. Ich glaube, es gibt alles. Also wir haben Twitter, wir haben Facebook, wir haben Instagram. TikTok haben wir nicht, da haben wir so sehr krasse Eskapaden letzte Woche gehabt, Diskussionen so, ey, manche finden es total geil, manche finden es scheiße. Und also www.birdsview.eu ist halt unsere Hauptwebsite, da findet man alle Links. Oder man gibt es halt wirklich einfach in Google Birdsview ein, und dann findet man eigentlich alle möglichen Informationen. Also alles da. Großartige Band. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Dankeschön. Glück. Und jetzt kommen wir zum nächsten Yes. Punkt. Und zwar haben wir alle unsere Bands gefragt, ob sie Lust haben, einen Song von den Beatles zu performen. Und heute gibt es natürlich die amtliche Vollgas-Version von Bird's View von 8 Days a Week. Und dazu bitte ich den Nico mal zu seinen Jungs hier auf die Live-Bühne. Ich wünsche euch viel Spaß bei Vollgas Rock mit Bird's View und 8 Days a Week. Baby.
Vielen Dank an Birdsview für diese unfassbar geile Version. Wir sind hier alle mit am Tanzen und rumhüpfen gewesen. Jetzt begrüße ich auf unserer Gästecouch ganz, ganz herzlich den fantastischen Nick Huber. Hallo Nick. Hi, schön, dass ich da sein darf. Wir können jetzt auch mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen, nämlich du bist der Papa vom Nico und heute mitgekommen, so als quasi Fanverstärkung oder wie kann man sagen? Kritik. Er kommt immer nach dem Gig. Was würdest du besser machen? Jetzt bin ich hier langsam raus, um das noch beurteilen zu können. Die machen das so großartig. Also ich freue mich immer, wenn ich es live sehen darf und bin schon sehr stolz auf die Jungs. Das kannst du auch sein. Ganz großartig. Also ich wäre auch sehr, sehr stolz, wenn ich so einen tollen Sohn hätte und so eine tolle Band hier betreuen könnte. Ganz großartig. Ach so, ja, genau. An dieser Stelle gibt es den kleinen Hinweis auf unsere wunderbare Apfelsecco-Flasche, die hier jede Woche steht. Vielen Dank an die Firma Nöll in Frankfurt für das Sponsoring. Und ich würde mal sagen, wir brauchen noch eine Kiste, weil wir trinken den nach der Show immer aus. Also Leute, liefert mal nach. Das Zeug ist lecker. Wirklich zu empfehlen. Falls ihr euch heute noch bewerben wollt, in einer der nächsten Sendungen als Studiogast hier auf unserer Gästecouch Platz zu nehmen, dann könnt ihr das ganz gerne machen. Und zwar wird jetzt hier unten, während ich spreche, eine E-Mail-Adresse eingeblendet. Dort schreibt ihr bitte hin und könnt gerne hier live bei einer unserer nächsten Sendungen zu Gast sein. So, und jetzt geht's aber erstmal weiter auf der Live-Bühne mit Birdsview. Vollgas! Viel Spaß! Baby, I'll never forget.
Dankeschön. Ich wollte nochmal ein riesiges Danke sagen, dass wir heute hier sein dürfen. Und big thanks an alle Leute, die hier sind, an das Team. Vielen Dank für die Einladung. Mega geil hier und ich glaube, das wird auch erstmal so eine Weile bleiben in dem Format. Deswegen unterstützt die Scheiße hier. Ich find's mega geil und ja, vielen Dank. Das war unsere dritte Sendung hier im Club 8. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen, die heute Abend hier zugeschaltet haben. Und bevor Birdsview jetzt noch den letzten Song spielt, vielen Dank an meine Studio-Crew,
an alle Jungs, die heute Abend hier so einen großartigen Job geleistet haben. Respekt. Vielen Dank an unseren wunderbaren Nick Huber, der heute hier als Studiogast bei mir war. Bitte vergesst nicht, den Abonnier-Button zu drücken, falls ihr die nächste Sendung oder unsere nächsten Sendungen weiterverfolgen wollt. Am 17.8. gibt es die nächste Show, dann mit meinem Kollegen Chris Tucker an der Moderation und Andy Fay und seiner Band. Und jetzt gebe ich nochmal die Bühne frei für Bird's View. Macht's gut, kommt gut in die Nacht. Das war die Ina. Ciao. So, Freunde, letzter Song. Nochmal vielen Dank an alle, die zuschauen. Wie gesagt, wir sind Bird's View. Guckt auf jeglicher Social-Media-Plattform vorbei. Da gibt es immer neue Infos, was abgeht. Wahrscheinlich keine Live-Konzerte oder nicht so viele. Aber wenn es welche gibt, wahrscheinlich beschränkte Tickets. Also, vielen Dank. Letzter Song, Swimming Practice, haben wir ein Video zugedreht. Geht auf YouTube. Bird's View Swimming Practice, that is. Yeah.